Primal, meine Freunde, willkommen zurück und gut Flucht zu Part 6 von A Way Out. Ja, meine Freunde, auch gut Flucht von meiner Seite aus. Wir haben im letzten Part es ja geschafft, uns ein bisschen von der Polizei abzusetzen und haben dann begonnen, erstmal was zu essen. Einen delikaten Fisch, wie ich noch in Erinnerung habe. Ja, der war gut. Und der war sehr gut sogar. Und als der gute Vincent und Leo sich gegenseitig öffnen wollten, kamen wir bis jetzt nur dazu, Seite von Vincent zu hören, wo er uns ein bisschen über seine Vergangenheit, seine Frau und seine Geschichte zu Harvey erzählt hat. Und als Leo das Ganze machen wollte, weil wir sind ja schließlich dann auch irgendwo in seiner Schuld und sind auch die Rechtschaffenheit ihm gegenüber schuldig, wurden wir leider von den Cops überrascht, beziehungsweise von einem Helikopter, der um uns gekreist ist. Genau. Und wir müssen jetzt erstmal weiter. Ja, dann würde ich sagen, wir gehen nochmal direkt weiter. Genau. Und schauen mal, was passiert. Ich gehe mal links lang. Rechts, vielleicht finden wir noch was zu essen. Offensichtlich nicht. Schön hier, wa? Ja. Oh. Okay, hier geht's runter. Ich glaube, hier kann ich aber nicht runter. Nee. Müssen wir hier runter. So ein Haus, ne? So eine Farm oder so. Oder ein Bauernhof oder sowas in der Richtung, ne? Ja. Was wahrscheinlich das gleiche ist, aber. Ist wahrscheinlich. See that house? Let's check it out. Okay. Fenster hier, sehe ich sogar ein Auto. Frage ist, ob der funktioniert, wa? Also du fährst beim nächsten Mal, ne? Ja, absolut. Vielleicht können wir ein paar Kühe melken. Milch. Milch. Ich will Milch. Milchschnitte. Muss aber aufpassen, ne? Spectacular prison escape two nights ago. The fugitives are still at large and considered highly dangerous. The state police put out a warning. Oh, das ist eine Flinte, Mann. Urging every law-abiding citizen within a 50-mile radius of the prison. Wait. Don't you worry, honey. Those two fools come around here. They'll get a taste of old Betsy. Hey, I say we take them out. Are you crazy? It's an old couple. We can't do that. I don't mean it like that, man. I mean we tied them up with something. We really need to change clothes. We can't walk around like this. I don't like it. It's better to get him out of the house. What do you have in mind? See that barn over there? Yeah. We released the horses. Release the horses? How's that gonna help? Trust me. They'll be forced to go get them back. I don't know, man. Okay, ich wusste, wir müssen uns wieder entscheiden, ja. Also wir sind offenbar in den Nachrichten, ne? Wie wir gehört haben. Betsy ist die Flinte. Genau, also das ist halt so ein typisch alter Farmer. Ja, der wird nicht zögern zu schießen, denke ich mal. Ja, sonst würde er sein Gewehr nicht haben. Ne? Will er seine Farm verteidigen. Also ist es eher riskant, reinzugehen, die zu überwältigen, ne? Weil wir müssen halt wirklich fucking schnell sein, bevor er die gute Betsy sich schnappt und uns voll die Fresse wegrotzt. Ja, so. Wir Darf könnten ich dazu jetzt was sagen? Ja, okay. Also wir gehen erstmal den rechten Weg, besprechen wir mal kurz, ja? Den rechten, dein Weg. Richtig, genau. Also ja. Nur mal rein, ich stimme dir erstmal zu. Dankeschön. Aber auf der anderen Seite, es ist halt ein altes Paar. Die Frau scheint kein Problem zu sein. Nur der Mann. Und wenn er die Flinte nicht in der Hand hält, überwältigen die schnell, denke ich nicht, dass die irgendwas machen können. Naja, die liegt ja auf dem Tisch, also er kann die schon schnell greifen, oder? Meinst du nicht? Ich denke, wir werden nicht einfach nur reinlaufen und dann Hallo sagen, sondern wir würden das schon einen auf Splinter Cell. Wir würden schon klopfen. Ja, richtig, so. Genau. Ja, aber ja, klar. Ich habe irgendwie keine Lust, noch mehr Aufmerksamkeit zu erregen. Deswegen würde ich deinen Weg, weil theoretisch dein Weg, die Pferde freizulassen, ja. Selbst wenn das nicht einwandfrei funktioniert, können wir sie immer noch überwältigen. Deswegen finde ich deinen Weg ehrlich gesagt besser. Ja. Dann, okay, sind wir uns einig? Probieren wir es erstmal, die rauszulocken. Und dann können wir die ja, denke ich mal, ja trotzdem überwältigen, ne? Richtig, das denke ich nämlich auch. Also hier, so gerne ich auf die Action-Schiene stehe, aber das ist besser. Alles klar, machen wir so. Sure, whatever, man, let's try. Okay, come on. Vielleicht kriegen wir ja die Schrote sogar. Crap, it's locked. Okay. Ich bin der Fahrer, kein Problem. How do you know they got horses in there? It's a horse barn, Leo. What else should they have? But still, you sound so sure. I mean, it could also be empty. Also you hear that? Es sind Pferde. I do.
Hier sind Hühner und Schweine, nicht, dass die irgendwie Lärm machen. Oh, hier ist ein Muku. Muku? Let's find something to climb up there. Ja, ich hab was zum Klettern rüber. Ja, ich seh gerade. Vielleicht kommen wir da hoch. Ja, ich bezweifle, dass ich hinter Räuberleiter machen muss. Da müssen wir vielleicht von der anderen Seite. Warte mal, das sieht ein bisschen... Ah, da oben, guck mal. Da ist ein Fenster offen. Aber so weit kann ich dich nicht hochwerfen. Das ist zu hoch. Haben wir irgendwie irgendwas, um das hier hinzustellen? Was ist, wenn wir... Wir kommen gar nicht mehr zurück. Wir müssen also hier lang. Also es muss hier sein. Okay, dann geh ich mal... Genau, geh du mal am Zaun lang. Was ist das da eigentlich? Weil da hinten ist auch noch ein Haus, ne? Siehst du es bei mir? Ja, ja. Also ein Atom? Ah, ah, ich kann mit der Kuh was machen. Ah, okay. Sie fällt ein. Okay. I can't help but thinking about a big juicy steak right now. Hm. Kannst doch nicht abbrechen. Oh mein Gott. Er hat die. Ey. Hat sie es nicht gegessen? Er hat sie abgeworfen. Nicht scheiße. Okay, ja, dann müssen wir hier nochmal weiter suchen. Okay. Ganz ehrlich, ich bin da gerade lang gelaufen aus. Guck mal, hier ist eine Leiter. Hier ist eine Leiter. Lol. Ja, moin, die habe ich gar nicht gesehen. Die war okay. Ein bisschen getarnt. So. Oh, jetzt ein Gehfehler, wa? Klatscht auf jeden Fall. So, also ich vermute jetzt mal, dass wir die hier ran machen, ne? Genau. So, willst du vorgehen? Geh mal vor. Sehr faszinierend, dass sie genau passt. Donne? Ich komme. Luft ist soweit frei. That was easy. Now where are the horses? Wird aber trotzdem mal gucken, ob wir jetzt gucken können. Vielleicht können wir irgendwie auch waffenmäßig. Ja, irgendwie eine Heugabel oder so. Ja, zum Beispiel. Ist gar nicht mal so verkehrt. Guck mal hier. This might make enough noise to scare the horses. Glaube ich, um das Geräusch zu machen für die Pferde, ne? Ja, ich lasse das aber noch erstmal, ne? Genau. Not sure about this, but let's release them. Ich muss du musst, musst erstmal aufmachen, ne? Genau. Dann warte ich mal hier oben. Genau, ich mach die Pferde schnell alles auf. Yep. Let's free them all. Oh, die gehen schon mal raus auf jeden Fall. Okay. Ich muss ja, auf jeden Fall die Haupttür noch aufmachen, ne? Ja, stimmt. Was gut, dass du daran denkst. Oh. I wonder if I can scare a horse with this. Bin die auch erschreckt. Okay. Also hier liegen Waffen, die können wir aber nicht aufsammeln. Die können wir nur nehmen, um Krach zu machen. Also. Ja, gute Frage. Vielleicht reicht das hier oben ja auch gar nicht. Dann hätten wir als Plan B den Hammer unten. Richtig, genau. Oder halt okay. Die Tonne. Time to scare the horses. Okay, dann mache ich jetzt mal was, ja? Lass mich nur kurz in Sicherheit gehen. Okay, achso, du musst mir helfen hier oben. Ja, jetzt wird's aber hier. Ja, wir müssen uns eh zu zweit machen. Aufwendig. Geh. Help me push this thing. Okay, bereit? Ja. Ach so. Okay. Sehr gut, das sieht gut aus. Ah, hell, the horses are escaping, honey. Oh dear, didn't we lock the barn? Of course I did. Come on, let's go. Er hat keine Schrote bei, ne? Sieht nicht so aus. Ne, hat er nicht. Müssen wir uns aber jetzt beeilen, ne? Wir müssen uns beeilen, ja. Also neue Klamotten? I told you. Yeah. Let's just hope these horses keep running. They will. Alles klar. So, zum Truck gehen und umziehen. Jawohl. Können wir von zwei Seiten rein vielleicht? Ich probiere mal rechts rum, ja. Ja, ich gehe mal hinten rum. Passen uns überhaupt die Klamotten? Also bei mir ist offen. Ah, ich kann durchs Fenster rein. Okay, mal gucken, ob wir hier auch irgendwas mitnehmen können. Ich kann Klavier spielen jetzt hier, aber das lasse ich mal, sonst nicht, dass die uns noch hören oder so. Ich will doch gar nicht ab, ich wasch doch nicht ab. Du wäschst jetzt ab? Meiner wollte gerade Holz in den Kamin legen. Als ob wir jetzt hier einfach wohnen. Ich gehe mal hoch, da ist bestimmt das Schlafzimmer. Also ich könnte mich dran gewöhnen. Das ist ein schönes ist Haus. Das guck mal, ein Webstuhl. Die leben aber sehr minimalistisch. Milk. Was ist denn das? Das ist one of the new fancy models. Oh, ich trinke ein Glas Milch. Oh Mann, okay, cool. Also okay, das sind sehr viel unnütze Sachen, die wir hier machen können. So, was ist hier? Hey Leo,
There's a wardrobe here. Hier, ich hab das Kleiderschrank. Ich komme hoch, ich komme hoch. Musst du nur Glas. Oh, ein Hut? My wife always says that I don't look good in hats. If only the cell beds were this comfortable. Ich hab Bock auf einen Hut. I look like a hillbilly. I always found these kind of soothing. Wow. Kann ja gar nicht den Hut nehmen. Wo bist du? Hier. Ich geh jetzt auch mal auf Umziehen. Gucken, ob wir da was wählen können. Ja, Privatsphäre, Kumpel. Hey, ich will doch nur mal luschern. Nee, darfst du aber nicht luschern. Ja, schick. Das Hemd gefällt mir jetzt nicht so, aber die Jacke ist wenigstens cool. Nice. Und der schläft hier, oder was? Wächst mich dann auch, wenn du fertig bist. Ja, ne? Alles klar. Du kannst. Oh, danke. Kein Problem. Ach, Schatz, leg dich hin. Mach ich. Na, ich kann nicht schlafen. Ich hab Redebedarf. Oh, so. Bitte lass mich nicht hässlich sein. Na komm, mit dem Hemd hier kannst du eigentlich nur toppen, oder? Ist das schön, hawaiianisch. Wie bisschen, war das? Ne? Was war das? Familie? Ohana? Ohana, wir sind Ohana. Oh yes. Warum hast du jetzt eine Schrotflinte auf einmal? Keine Ahnung. Ja. Und deswegen spiele ich Leo. Okay. Alles klar, gut. Wir haben eine Waffe, wir haben neue Klamotten, jetzt noch ab zum Truck. Hier liegt auch noch eine Waffe, ne? Wirklich? Hier ist noch eine Waffe, hier hängt eine. Wo denn? Ach, da. Direkt davor. Wow, nice, kann ich nehmen? I can't believe these were actually used in wars. Eine Muskete von früher, ne? Sieht so aus, ein bisschen, ne? I knew it. It's only decorative. Ah, reine Dekoration. Schade. Ja, dann gehen wir mal zum Truck, würde ich sagen, wa? Ja, geht sofort los. Warte, der Truck war aber hier hinten. Ich wollte dir noch was zeigen. Na, dann zeig mal, was du drauf hast. Was ist denn das? Damn it. Nice. For the love of... Oh. Das ist wie Guitar Hero bloß auf Tastatur. Das möchte ich auch sehen. Gar nicht so einfach. Warte, ich mach die passende Banjo-Mucke dazu. Alles klar. Okay, ja. Boom. Wir rocken. Nice. Oh, come on. Damn it. For the love of... Oh, come on. Damn it. Okay. Yeah, that's it. Einfach so. With the lover. Almost there. Fuck. Damn on. Fuck. Almost there. So. Yeah. Ach, wir haben Punkte? Mhm. Ja, das ist... Hallo? Du hast doch länger gespielt, ja? Ja gut, dann top mich erstmal. Können wir noch zusammenspielen? Ich mach mal auf Mittel. Boah, das ist mal nicht. Ich hab die Waffe. Okay, ja, wir müssen los. Let's go. So. Alles klar. Wollen wir noch Feuer anmachen, dass die noch wissen, wir waren hier, Neva? Ah, warte mal, das Radio? Können wir da vielleicht was hören? Vielleicht können wir die Bullen abfangen. Ah, okay, vergiss es. Jetzt auf einmal bringen die den Song, den wir gerade gespielt haben. Wir sind direkt schon berühmt. So, hier müsste der Truck sein. Beat, ne? Wir sind ja so freundlich. Truck müsste hier sein, den haben wir ja schon gesehen gehabt. Den ne? haben wir gesehen, ja. Da hinten ist noch eine Scheune. Da ist ein Tracker. Ein Tracker? Tracker. Aber wir gehen lieber zum Truck, wa? Ja. Jetzt steht der da drin, also mit Schrotflinte. Game over. My God, it's a piece of junk. It's not that bad. What do you mean it's not that bad? Hey, it's even missing wheel. Nah. I'm sure there's a spare around here somewhere. I don't know, man. It's not like we have a choice. Sherby's running on foot. Let's fix it up and we'll be out of here in no time. All right, fine. Okay. Okay. Wir müssen so entscheiden, wer fährt. Du hast gesagt, ich soll fahren. We'll need a new tire. Oh, let's look das around. Das habe ich, das revidiere ich. Alles klar. Nein, Quatsch, kannst du durchfahren. Ich habe ein Hebeisen.
Okay, dann brauche ich noch einen Reifen. Kann den anheben? Ja, ich such mal. Ich pack ihn nur. Ich hab ihn nur in Position. Ja, ich geh mal hoch. Vielleicht bin ich da. Hey, ja, da ist on the other side of the barn. Was ist hier? Kann ich hier irgendwas machen? Ach, guck mal, hier ist so ein Haken. Da können wir bestimmt hier irgendwas ranmachen. Siehst du das gerade bei mir? Ja. Ach, da müssen wir bestimmt den Reifen ranmachen. Ich schieb den mal kurz rüber. Oder? Nee, den könnten wir doch eigentlich auch runterschmeißen. Guck mal. Ich wette, du musst dich da ranhängen. Wieso muss ich mich da ranhängen? Na, weil wir sonst da nicht rüberkommen. Guck mal. Ah, Tatsache. Ja, dann let's go. Ja, ich hol den mal zurück. Hier ist auch noch ein Dings, ja? Wollte ich nur sagen. Und was? Da unten ist noch ein Radkreuz. Wenn wir ja, auch noch das habe ich auch gesehen, ja. So, kannst du irgendwas machen? Tatsache. Alles klar, gut festhalten. Gut Flucht. Wie es aussieht. Da kannst du ein bisschen schneller drehen, bitte. Ich gebe schon mein Bestes. Also, echt jetzt hier. Aber schicke einfach Flinte. Mal, genießt du einfach mal die Aussicht. Welche Aussicht? Letztes Mal ist sowas nicht so grad, nicht gut gelaufen, wenn du dich erinnerst. Mit der Seilrutsche. Ja. Da möchte ich jetzt lieber nichts zu sagen. Sehr gut, dann haben wir einen Reifen. Dann hol ich dich wieder rüber. Ich glaube, das geht so. Okay. Stelle. Richtiger Rambo. Danke. Bitte. Schnappst du dir noch? Warte mal, holst du dir das Radkreuz? Dann hau ich schon mal den Reifen ran. Und der Motor. Guck mal hier, das brauchen wir auch noch. Das ist das Radkreuz. Ja. Und am Motor können wir noch irgendwas machen, hast du gesehen? Mach mal gleich, ja. Während du das ranmachst, okay, Reifen. Now we just need to screw in the studs. Warte, muss ich den anheben dafür? Nee, ne? Ist er schon angehoben. Also, wie ich das jetzt sehe hier, oder? Warte mal. Nee. Looks like the battery is out of juice. Batterie hat keinen Saft. So, Reifen ist dran. Okay, done. Now we need something to lift up the pickup to remove the support. Okay, genau. So. Dann jetzt hoch und dann nehme ich den Baumstamm da weg, ne? Genau. Okay. Great. The car has four wheels now. So, schieben. That's a good start. Jetzt mal die Batterie erstmal ankurbeln hier, oder was? Ja. Du bist okay. Der Fahrer. Alles klar. Okay. Und es rollt da runter. Genau. Was geht jetzt? Du musstest es ja sagen. Did you let go? I don't let go. Did you let go? Whatever. Let's go get it. Oh Mann. Ist doch ein Joke. Du hast losgelassen. Mal gucken, vielleicht ist die Batterie jetzt startfähig. Aha. Jumper cables. Perfect. Let's pop the hood. This tank seems completely dry. Okay, Starthilfe, aber unser Tank ist auch leer. Guck mal hier, ist hier Benzin drin? Ja, guck du mal nach Benzin und ich mach die Batterie wieder safe. Yep. Hufeisen werfen. Ey, wir können Hufeisen werfen. Try to start the car now. Okay. Du kommst jetzt hierher und wir werfen jetzt Hufeisen. Ist okay. Bin ja schon auf dem Weg. Besser ist. So, okay, du musst anfangen. Ich muss anfangen? Warte mal, was ist denn das hier? Was kann ich denn hier machen? A perfect throw. Land in, Hitpole und Ringer. Okay, jeder hat 5 Versuche, ja? Ja. What a throw. Oh, der war glaube ich nicht, oder? Doch. Wie geht denn das hier nochmal? Keine Ahnung. Muss man irgendwie. Was war denn das? I was born to do this. Bin dafür geboren, ich glaube nicht. So, der Verlierer. So. Der Verlierer. Der Gewinner darf fahren. Okay. Machen wir so. Hä? Ach, ich brauch mehr Kraft? Ey, ich hab auch kein Tutorial oder so genossen. Ey! I rock! Jackpot! Aber gut. Ey! Der war? Der ist doch nice. Meilenweit drüber geflogen. Ey, der zählt nicht. Ja, egal. Alles klar, ich fahr. Was ist das hier? Beim nächsten Mal fahr ich. Ich finde, ein gesunder Wechsel ist gut. Shit! Oh, was? Ich hab mich erschrocken. Stupid Cat! Eine Katze? Oh, ich hab mich so erschrocken gerade.
Oh, scheiße. Hier ist der Benzinkanister. Okay. A gas canister. Alter. I bet it still has some gas. Kannst du raus, ne? Übrigens dann. Ja, okay. Ja, für du. Genau, du füllst den Tank und ich mach dann die Batterie klar. Alles klar. Könnte mich dran gewöhnen ans Landleben. Ich bin Baby's Beauty Palace. Mir gefällt deine Nase. Wäre auch ein geiles Game. In so einem Stil einfach nach Farm arbeiten, ne? Ja. Farmarama mit Vincent und Leo. It's filled up with gas. It's connected. Yep. Wonder if it will start. The car now. Alles klar. Das ist dein Job. Ja. Oh shit. Er fährt. Ah, das ist noch zu einfach gerade. I told you so. You did, but still, I was in doubt. Sometimes you just gotta have a little faith in things, Leo. Faith. Ah, ja. Yeah. Well, let's get out of here. Yes. Sind die schon wieder da? I don't know. It was a while ago. We need your help now, officer. Okay, hurry up, please. Absolutely. Was macht er denn da? Lädt er seine Waffe? Ja. Er hat doch gar keine. Yes, they'll be here any minute. Okay. I'll go take care of them. No, just stay here. It's all right. Just wait here. I'll be fine. Oh nein. Oh man. Filthy scum! Du, ich erschieß ihn, ja? Oh shit, take cover. You're gonna pay for this. Come on, let's go. Yeah, oh, scheiße. Come on. Come on. Yeah. Come on. Go, 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 go. Naja. Er scheint auch nicht mehr der Jüngste zu sein. Also. Nee, aber die haben die Cops gerufen. Ja. Also kamen die schneller wieder als gedacht. Wir hätten sie fesseln sollen. Was willst du jetzt damit sagen? Wir haben uns beide dafür entschieden. Ja, ich weiß. Hey, Basic! Gut. We got cops coming! Step on! Ah, scheiße. Wir hätten sie fesseln sollen. Danke. Das ist auf jeden Fall zweites, was ich spiele. Ja. Okay, let's go. Here we go. Ich bin sowas von bereit. Alles klar. Warum soll ich hupen, Alter? Hold on back there. Just focus on driving, man. Ich schieß mal noch nicht, ja? Erst in die Range. Und oh, ich muss gar nichts machen. Oh, die Bull. Was war denn das? Was ist denn da los? Oh! Ich muss nachladen. Oh! Erstes Auto kaputt. Einfach hupen. Danach, erster Bullenwagen ist kaputt. Alles klar. Oh! Weiter kaputt. Ja, ich liebe das Waffenleben. Baustelle. Oh, weg da. Oh shit! Bulle kaputt! This is gonna be tight! Oh. That was a close one! Nächster Bullenwagen! Boah, den habe ich richtig einem mitgegeben. Läuft's gut, läuft's gut. Engpass incoming. Ich mach die Reifen kaputt. Was ist hier? Oh, wir müssen hier, glaube ich, hier lang. Ja. Alles gut, was ist denn da los? Und er regt sich noch auf, meine Frau. Ey. Bis jetzt hat alles geklappt. Oh. Ich hab nichts gesagt. Oh. Gib's ihm. Hier sind einfach die Reifen kaputt, sind wieder kaputt. Sehr gut. Ich weiß nicht, wo lang, ne? Ich auch nicht. Keep going, come on! Yeah! Hold on back there! Wieder kaputt? Ja, gut, Reifen kaputt schießen, das ist das Beste. Ja, oh. Oder halt den Motor. Okay, da ist ein Tunnel. Where did all these cars come from? Out of the way! Ich hab mich umentschieden. Kannst du einfach schneller fahren? Aber ich geb schon mein Bestes. Aber ich hab die Zunge so lange draußen. Ich weiß auch nicht, weil ich voll konzentriert. Ey, wie schnell fährt's hier? Das ist die Aim-Zunge. Was ist denn da los? Oh. Ich hitte alle. Oh. Okay, ich hätte gerade auch links fahren können. Alter, wie können die mit kaputten Reifen noch so gut fahren? Festhalten. Wie jetzt? Alles gut, alles gut. Wow. I can't hit anything when you drive like an ass! I'm doing my best over here! Oh, da hab ich voll versammelt. Aber die halten voll viel aus. Scheiße, ja. Oh, shit! Oh. Ü.
Ich hab ihn. Ah, okay, top. Oh, God scheiße. You okay back there? What do you think? You drive like an idiot. I'm trying to get you. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh. Ich muss nachladen. Schön, dass ich schon endlich Munition hab. Was denn jetzt? Spikes around. We got him now. Scheiße. Links, 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 links. Oh, ich konnte das nicht steuern gerade. Stop, you're under arrest. Stay where you are. Fuck. You okay? Stop. Yeah, yeah. Let's go. Come on. Okay. Okay, lauf. Go. Übers Wasser? Ja, denke ich mal, oder? Oh, oh, oh. Zick, zack. Lauf, 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 lauf. Das Boot. Wo? More of them. Da. Perfekt. Los, du fährst. Ist mir egal, ich werfe nur weg. Oh, wir müssen zusammen. Jetzt scheiße, scheiße, scheiße. Jetzt sollen wir so schnell rudern oder was, dass die uns nicht treffen? Okay, das ist ein bisschen dumm. Ist anzuzweifeln auf jeden Fall. Aber wir sind auch schon manchmal sehr dumm. Ja, das stimmt allerdings. Oh. Alter, ey, was ein Ritt. Und jetzt auf einmal wieder so schön. I have no idea, but the further away the better. Den Partner, mir lasst die Pferde los, ich merk's jetzt schon. Right. All right, start rowing. Es war so klar, dass wir das zusammen machen müssen. Paddeln. Okay. Hey Vincent. Yeah. I think I saw something in the water. It's probably a shark, Leo. What do you mean? There are no sharks in this water. Wir bleiben links, okay? You know? Wir bleiben links. It's sweet water. You're a clever guy. statt wir einfach bleiben, ja. Oh. Probably a fish. Yeah, whatever. Ja, paddelt einfach. Aber so paddeln wir doch beide richtig. Ja, ja, so ist eigentlich okay. Aber nicht so dolle. Abwechseln, lass, genau. Ey! Ja, ich kann es nicht sehen. Hast du gerade gehört, über was die geredet haben? Nein, du? Er hat irgendwie ein Krokodil gesehen, habe ich das Gefühl. Ja, weil er sich einbildet. Hey Vincent. Ja. You think there are any bears in these woods? There are probably bears in these waters. Bleib links. Ha! I can't believe that. Das wär's ja, jetzt kommt so ein Krokodil hier rausgesmasht, Alter. Oh, hilf mir! Ja, ist doch gut, siehst du. Scheiße. Not even close. Wir machen das schon, okay. Na, was machst du denn? Ich hab dir vertraut. Ja, ich wechsle immer die Pose, okay. Zu korrigieren. Okay, dann wechsel du halt die Posis, ist auch kein Ding. Okay, wir bleiben. Okay. Reicht, wenn einer die immer wechselt. Ja. Dann schaffen wir das easy. Links? Links, okay. Bitte? Mitte? Okay, Mitte. Sieht aus wie Wasserfall, oder? Nee, noch nicht. Das sind Stromwasserschnellen hier, oder wie die heißen die? Was ich mich frage, ja. Wo sind jetzt die Bullen? Als ob die uns jetzt hier nicht verfolgen. Naja. Oh, schaffst du es? Hey, watch out, some rough streams up ahead. Oh! Da muss mir helfen. Hast du die Haltbarkeit gerade? Ja. Hast du die Haltbarkeit gerade gesehen? Okay. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Hä? Ja, okay. Wir müssen es schaffen. Okay. Der gibt sie gleich richtig Stoff auf der Seite. Ich bleib hier. Was soll ich denn machen? Links. Hör auf. Ja, ich kann nicht rüber wechseln, deswegen. Okay. Lass uns mal bitte geradeaus. Wie geradeaus? Oh, scheiße, das andere geradeaus, was denn jetzt? Warte. Ja, ich, okay. Lass uns treiben. Warte. Eine Richtung. Oh! Los. Okay, ruhig. Rechts oder links? Okay. Links. Links, alles klar. Hey, watch out, some rough streams up ahead. Alter. Oh, nicht schon wieder der Stein. Okay, diesmal aufpassen. Hier aufpassen. Ja, okay, lassen. Ja, lass, ich mach gar nichts. Du musst. Ich bin dabei. Das war richtig knapp, okay, ich geh rüber. Ja, lassen, okay, ich muss. So, lassen, okay, du musst. Ja, ich bin dabei. Wouldn't it be fast if I just jumped in and swam? Yeah, sure. You try that.
I'll just stay in the boat. I think we're through the worst. Bitte, wir sollten es am besten mittig nehmen. Helft ihr kurz? I think you're supposed to, Leo. Scheiße. Machen wir hier einen Checkpoint, bitte. Also wir werden echt schlecht im Ausland. Los! Okay, lass. Ah, was denn hier? Okay, links! Okay, easy. Easy, alles gut. Digga? Ja, ich weiß auch. Oh nein! Okay, es geht noch, alles schön. Oh fuck! Wir müssen uns mal umdrehen, Mann! Das war's doch schon wieder! Wir sind tot! Warum fahren wir denn rückwärts? Ja, ich seh nichts! Digga, ich seh nichts! Was machen wir, Patrick? Ich weiß nicht! Einfach geradeaus erstmal bleiben! Okay, wo fassen denn jetzt? Weil, dreh du mal, mach okay, mal! Okay! Oh! Okay, wir sind gerade! Nein! Kann man mal machen, einfach rückwärts da runter, oder? Ah, fuck! Waterfall! Okay. Okay. Das ist der Checkpoint, der wäre gerade so erreicht, ey. Alter, das war echt knapp. Ich? Ja, ich lass erstmal, ich geh mal rüber. Oh! Alter! Oh, was ist denn jetzt los? Okay, lass uns links versuchen. Links? Nee, nach links fahren! Oh, genau. Okay. Watch out for that rock. Hör auf. Hilf mir. Nee, hör auf. Wir müssen noch da lang. Watch out. Geh doch hier durch. Naja, deswegen sag ich doch, hör auf. Oh. Alles schick. Fuck. Alter. Oh, was? Nein. Links. Oh. Du bist raus. Aber sowas von. Oh nein, hilf mir! Sieh zu, wie du klarkommst! Alter, fuck! Vincent! Hallo! Oh, okay, ich komm rüber! Bitte halte! Bis gleich, bis AFK! Ja, genau! Lass doch jetzt hier nicht im Stich! Aber! Ich komme! Alles klar, ich muss anscheinend hochklettern. Ich bin da! Ich komme! Komm schon! Mach keinen Scheiß jetzt! Oh! Na komm! Ich hab dich! Okay, halten! Ich halte! Ja! Oh! Boah! Oh. Bist du mir auch was schuldig? Ja! Fuck! You okay? Meine I'm Flinte okay. ist weg! Let's get out of here. Alright. Boah, okay, alter Schwede, Mann. 2 Jahre älter, ey. Durch einen Part. Ja. Okay, kurz mal durchatmen. Allerdings. What a view, huh? Oder ist die Stadt? So? What happens now? Look. I know what you're thinking, but going after Harvey won't be easy. I know, but I'm going after him, with or without you. You want to end up dead? I want him gone. He's a cold-blooded killer. The world's gonna be a better place without him. You never told me, Leo. What is your story with Harvey? Before I got busted, me and Harvey made a huge score. Bank job? Nah. You ever heard of a Black Orlov? Are you serious? The diamond? How the hell did you pull that off? A lot of planning and a bit of luck. So what happened? Everything was going our way. We even had a buyer. But that greedy fuck had other plans. Thank you.
saw there. Count it. Looks about right. Of course it is. You can always trust me. I'm not trusting nobody, my friend. Here you go. What do you think? It's heavier than I thought. It is. Pleasure doing business with you guys. You too. Give me the case! What the fuck are you doing? Give me the fucking case, Leo! Hand it over, now! This is nothing personal, it's just business. Give me the briefcase. Next thing I know, I'm surrounded by cops. That's rough. I'm sorry. Oh, trust me. He's the one who's gonna be sorry. I'm making things right for me and for my family. So do you know where Harvey is right now? I know one of his guys, Ray. He'll know for sure. So? What are we waiting for? Let's go after him. You really want to take Harvey down, huh? Like I said, with or without you, I'm going after him. Okay. All right. Where can we find this Ray guy? Don't worry, he's gonna be easy to find. But I need to make sure my family's safe first. Of course. Let's go. Cool, Alter. Alles klar, dann wissen wir jetzt, ne? Also, du hast den Diamant geklaut und Harvey hat die Übergabe gesprengt. Oh, was jetzt noch? Meine Frau. Und dein Sohn. Don't go too far, Alex. Mom? Mom! What is it, honey? What's wrong? Ich ahne es. In der Zeitung steht's natürlich, ja. Oder? Alex? Alex! Oh, Kacke. Krass. Scheiße. Leo, can I ask you something personal? Yeah, sure. How do you and your wife manage to stay together in this line of work? We've always been together. You know, she knows me better than I know myself. I was 12 when we met at the orphanage. Orphanage? You could say that my parents didn't do their job. I'm sorry to hear that. Don't be. I barely remember them. Besides, I was fortunate enough to have Linda. She was crazy. You know, we used to run away together, steal ice cream and cigarettes. Shit. It's always been us against the world. Still is. No matter what. That's just how it is. Sounds great. Allerdings. Okay. Wieso? Ja. Eat Sunrise, Trailer Park.
Also Wohnwagensiedlung, okay. Was haben wir denn hier? Unser neues Zuhause. Unser neues Zuhause. Vorübergehend. Hab ich gesagt, Ja gut, das hast du. Keep an eye out for my family. It's a woman and a boy, about this size. You don't know where they live? They had to move while I was inside. I see. Let's just have a look around. I'm sure we'll find them. Okay. Leute, Leute, Leute. Okay. You got that right. Never actually set foot in a place like this before. Oh yeah? Mr. Fancy Pants with a college degree and a banking job? Not like any of that helped. I'm here with you now. Should be happy. I'm great to be around. Keep telling yourself that. Anyway, let's find your family. Alles klar. Mit dir rede ich nicht mehr. Gut, Leute. Bisschen länger geworden, die Folge, aber war ein starker Abschluss, finde ich. Also, wir haben jetzt viel erfahren. Ne? Vor ja. allem jetzt endlich mal, was Leo und Harvey halt miteinander zu tun hatten. Ne? Was ich auch ziemlich... Weißt du, welche Frage mir schon seitdem wir das Spiel halt spielen, oder beziehungsweise seitdem wir draußen sind, stelle ich mir die Frage, wollen sie das denn machen? Wo wollen sie denn untertauchen? Die haben ja gar keinen Plan, weil sie sagen immer, hier, ich mit der Familie dann in Ruhe weiterleben und so. Dann müssen die ja schon irgendwie einen Plan haben, oder? Ja, auf jeden Fall, aber die werden ja noch weitergejagt. Ist ja nicht so, dass jetzt irgendwie das aufhört halt, ne? Entschuldigen Sie, Sir, kommen Sie doch mal runter, bitte. Nein. Okay, Leute. Das war's mit Part 6. Wir sehen uns hoffentlich in Part 7 wieder. Ich bin super gespannt, wie es jetzt weitergeht. Ja, Mann. Ja, war auf jeden Fall eine geile Wasser-Rafting-Tour, die wir da versucht haben zu veranstalten. Einfach mal rückwärts. Bitte? Du schuldest mir ein Abendessen. Du schuldest mir ein Abendessen. Ich hab dich gerettet. Ich hätte dich auch überhängen lassen können. Warum bist du jetzt schon wieder so? Okay. Nein, du weißt doch, dass ich dich nie im Stich lassen würde. Dankeschön, das würde ich hören. Doch, du schuldest mir ein Abendessen. Okay. Weil ich einfach Hunger habe. Wie war das? Was hast du zu mir gesagt? Zitronenwasserglas, das kriegst du von mir, okay? Alles klar, danke. Gut, Freunde, wir sehen uns in Part 7. Mach's gut. Bis dann.